SWR3-Radio-Kiosk 7 vor halb 3. Wie unerklärliches Phänomen hingenommen wurde. Nach Beschreibungen von Eltern fangen Kinder, die eben noch ruhig im Bett saßen, plötzlich an, nach Luft zu japsen, wie irre zu brechen und zu strampeln. Innerhalb von wenigen Minuten reduziert sich die Atemfrequenz, der Kopf verfärbt. Komm mal rein. Na, wenn du nie fragst, kannst du es ja auch nicht wissen. Ich muss dir den Puls messen. Spielt der hier Schwarzer Peter? Aber Kind, ich habe keine Zeit. Bäume runter. Bäume. Matthias, bald haben wir auch so ein Ding. Wie, komm mal. Die sind doch schon engagiert. Ich muss noch einen Entwickeln. Ja, die Nadine. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Die sind ihre Riesentasse. Das ist der Panasonic. Der will gerne Kaffee. Das ist schon wieder heimlich gegessen. Nein, im Korb, da unten steht ein Korb. Die sieht ja richtig aus wie damals, wie sie das kleine Mädchen gespielt hat. Wenn jetzt das Stück nochmal. Wie viel? Aber du kannst von der anderen, von der Bombe. Ja, du Zoom. Zoom. Auch Sie brauchen JVC. Panasonic. Der ideale Partner für Gartenspiel und Sport. Ende. Komm mal in diesen Garten, ja? Was meinst du, wenn ich jetzt mal rüberkletter, was dann los ist, ja? Ja. Aber du musst abwarten. Es gibt schon wieder neuere Geräte als dieses. Ich warte auch mal. Wie lange hast du das jetzt schon? Ich weiß, also seit Februar schätze ich ein Jahr. Ich müsste auch mal so 3,5 Stunden in so ein Bachbett steigen. Die Füße sind völlig deformiert, ne? Die ganzen Hornhautschicht, die war auf die Seite gerutscht. Weil es ist so immer... Dominik, vergiss bitte Pablo nicht da hinten. Dominik?
die durch ihre Piloten und die, die Kommandeure, die das entsprechend zu verantworten haben, die haben alles versucht, um diese Maschine abzudrängen, ihnen Signale zu geben, abzufliegen und was weiß ich was alles zu machen. Da hat sie nicht drauf reagiert und dann hätten sie sie weiterfliegen lassen müssen. Ich dachte, macht sie doch. Was Dominik, dem Kollegen Ronald Reagan bedeuten würde, da ist ein System an, als Gegner, das habe ich als Gegner, was in bestimmten Grenzpositionen seine eigenen Sicherheitssysteme nicht benutzt. So, und welche Schlussfolgerung das? Du benutzt sie, du kannst das Flugzeug abbringen, du kannst ihr zeigen. Ja, das ist versucht worden. Ja, natürlich. Du kannst der... dass sie dadurch, wenn sie die Abfangjäger hochschicken und sie abdrängen, zeigen sie dem lieben Herrn Ronald Reagan oder wem auch immer, der NCA, dass sie, der NSA, dass sie durchaus auf Zack sind und dass sie jederzeit in der Lage sind. Es geht ja nicht darum, die tödliche Konsequenz auszuführen, sondern nur dem anderen zu zeigen, mein lieber Freund, ich bin auf Draht, ich bin auf Zack. Ich entschuldige bitte, die ganzen russischen Fischtrawler, die also bestückt sind mit Antennen und Dinge. Juhu! Juhu! Das war keine Entscheidung, die irgendwie die Herrschaft von der USA... Hat der andere nicht, ne? So, und die Hühner, guck mal, wie schön sie dabei stehen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber jetzt sind Pablo Schäbe, bitte nicht. Pablo steht dahin. Auf der Wiese. Ach, der Ali! Dreck, sagt der Dreck. Guck mal wieder, guck mal, was der macht. Bitte. Der guckt doch ja nicht. Hier kommt einer, ja, ist hier über die Mauer geklettert, ne?